wo man sich eine Pizza holen kann. So ein Bild gesehen und der war genau hier, neben diesem Stand. Und der ist weg. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und genau vor einem Jahr kam ein Video online, wo ich 24 Stunden lang von so Automaten, ihr wisst schon, die am S-Bahnhof oder U-Bahnhof stehen, lebe. Also wirklich 24 Stunden nur von dieser Scheiße habe ich gelebt. Und das Video haben mittlerweile über 1 Million Menschen gesehen. Digga, diese Vorstellung, dass 1 Million Menschen irgendwie vorm PC sitzen, sich dieses Video anschauen und sich denken, hey, was ein geiler Typ. Ach, der dicke Schwein, ich hab keinen Bock mehr. Also falls ihr es euch noch nicht angeschaut habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Mach ich morgen. Aber in diesem Video habe ich verzweifelt einen Pizzaautomaten gesucht. Ich habe ihn einfach nicht gefunden. Naja, ich habe ihn theoretisch gefunden, aber dann... Aber wie ich es finde, ist einfach perfekt. Deshalb habe ich mir vorgenommen, ich möchte nach einem Jahr endlich diesen Pizzaautomaten finden und mal eine Pizza aus dem Automaten probieren. Ja. Ich kann jetzt schon mal sagen, was glaubt ihr, schmeckt eine Pizza aus einem Automaten? Kann das lecker sein? Verpiss dich. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden in diesem Video hier. Aber es gab noch andere Automaten leider in diesem Video, die ich leider nicht benutzen konnte. Ich wurde aufgehalten, besser gesagt. Ach, was haben wir Automaten? Und in diesem Video werden wir diese ganzen Automaten nochmal besuchen, ein bisschen mit den kuscheln. Danach geht's zum Pizzaautomaten. Bitte. Okay, ich bin jetzt am ersten Automaten, wo ich damals auch war und der hat mir nichts gegeben, dieses Arschloch. Er will mein Geld nicht. Hoffentlich diesmal. Frisst meine 2 Euro. Ach du Wichser. Ah doch, hat sie genommen. Hm, der Corny. Ja. Oh, leckere Banane. Oh, schmeckt so geil. Ich bin jetzt hier bei einem Automaten, wo ich im letzten Video schon war. Allerdings konnte ich da nicht einkaufen, weil ich von einem Maskenmann überfallen worden bin. Ich hoffe, diesmal klappt. Geil, da ist der Automat. Kein Maskenmann zu sehen. Dann gönnen wir uns schnell mal was. Hm? Was? Die Scheiße ist kaputt mit Münzen. Okay, zum Glück habe ich noch einen 5er. Den schieben wir jetzt mal hier rein. Nimm ihn doch bitte an. Nein, Digga, ich mache kein Foto. Oh mein Gott, es funktioniert nicht. Was ein Drecksautomat. Alter, das Leben fickt mich. Ich wollte diesen Automaten. Ein schöner 5er. Halt dich nicht schon genug geblickt! Entschuldigung, können Sie mich bitte zum nächsten Automaten fahren, wenn es geht? Schatze! Okay, einfach geradeaus! Einfach geradeaus! Der nächste Automat, hier ist kein Mensch! Meiner! Welche Leckereien es jetzt gibt? Geil. Ein Laien-Frühstücksriegel, schätze ich mal. Oh mein Gott, schmeckt der geil. Ich bin jetzt am nächsten Automaten angekommen. Letztes Jahr war ich schon hier. Und zwar bin ich jetzt bei einem Krankenhaus, sage ich mal. Am UKE hier in Hamburg. Damals konnte ich nicht offen drüber reden. Blaulicht. Das mit meiner Krebskrankheit. Jetzt wird mir mittlerweile wissen, das ja wahrscheinlich viele von euch. Und jetzt kann ich offen drüber reden. In diesem Krankenhaus war ich. Und hier habe ich immer den Kakao getrunken. Bei so einem warmen Automat. War so unnormal lecker, ne? Und letztes Mal, als ich hier war wegen dem Video, gab es den nicht. Der war defekt. Ich hoffe, jetzt ist er da, Mann. Ich will einen warmen Kakao, weil es ist scheiße cool. Nein, Leute. Die Tür ist zu. Sie geht nicht auf, Alter. Sie geht nicht auf. Nope. Ach, leck mich. Ey, heute die Welt will mich nicht haben. Die Automatenwelt hasst mich. So sieht's aus. Die Kaffeesplitterschokolade muss ich haben. Daddy, okay. Wo ist denn das? Wir haben es jetzt 2 Uhr morgens. Und da gibt man sich doch ein Mountain Dew. Ein geiler Getränkautomat. Hey, diese Hand. Das ist der Wahnsinn. Hey Leute, wir sind verrückte Menschen unterwegs. Boah, ist das futuristisch-mäßig. Mit Koffein, Alter. Ich war jetzt die ganze Nacht auf der Suche nach dieser warmen Schokolade aus dem Automaten und habe keinen gefunden. Aber jetzt bin ich in einer Gegend, wo ich weiß, wo einer ist. Und da gehen wir jetzt hin. Hier sind die Automaten. Normalen. Und hier ein Suppenautomat. Plus heiße Schokolade für 70 Cent. Die holen wir uns. Digga, Guthaben 0. Ich stecke Geld rein, aber es juckt ihn nicht. Warum ist hier alles kaputt? Ich bin wieder beim Krankenhaus hier. Diesmal mit neuer Frisur und diesmal hoffentlich mit einem Kakao in der Hand. Ey, wirklich, es kann nicht wahr sein. Really, nigga. Bitte funktioniert der hier? Oh ja, der funktioniert. Ah, Schuppen. Gib mir endlich den Bogen. Ja. Oh, da ist sie. Und hier gibt's noch einen Deal. Snack Deal, da muss ich noch zuschlagen. Oh, gleichzeitig. Ach, hier ist endlich der Kakao, den ich damals in meiner Krebszeit so gern getrunken habe. Oh mein Gott, ist der lecker kakaoig. Und unseren Deal nehmen wir natürlich auch mit, die Double Sneaker.
Gute Voraussetzung für ein Schweineleben. Da hab ich einen guten Deal gemacht. Wir brauchen Schwerter, wir brauchen zwei Schwerter. Ey, dieser Kakao war so frisch und lecker, als ob die irgendwie eine Kuh in diesem Automaten gebunkert hätten. Jetzt haben wir wirklich genug Automaten noch hier rausgeholt und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Pizza-Automaten. Ich wohne in Hamburg und der ist einfach mal in Stuttgart. Gut, 8 Stunden fahren, um meinen Pizza-Automaten zu testen. Wir fahren hin. Der Pizza-Automat in Stuttgart in der Goethenstraße 7. Ich fahre jetzt dahin in ein Viertel, das heißt Deizisau. Ist der perfekt zu mir. Und ja, mal gucken, wie das wird. Der extra Stück da hinten. Ich hoffe mal, dass es schmecken wird. Die Bahn hat jetzt 2 Stunden Verspätung. Mein Platz ist weg. Jetzt muss ich hier einfach so bahnmäßig sitzen. Ich bin gerade an der Goethenstraße 7, wo der Pizzaautomat sein soll. Und das ist hier. Das ist ein Haus. Hallo. Hier ist kein Pizzaautomat. Digga, wir sind einfach mal 1,5 Stunden umsonst hergefahren. Diese Kirschen. Alter, welcher Wichser diese Stresse hier angegeben. Hey, Leute. Hier ist kein Pizzaautomat. Hier ist so ein abgefucktes Haus. Geil ist irgendwie hier in der Gegend. Also anscheinend Stuttgart rum gibt es noch einen. Pizzaautomat Dettingen. Da. Geht hier rund um die Tür geöffnet. Geil, jetzt brauche ich noch eine Mitfahrgelegenheit. Der sieht doch ganz nett aus. Dann gehen wir jetzt mal rein. Moin. Hallo. Was? Hey, was machen Sie denn hier? Hey, guck mal, Digga, ich dachte, sieht kuschelig aus. Komm, du magst doch Pizza, oder? Schon, eigentlich muss ich ehrlich sagen. Und da geht's ein Pizza-Automaten. Lass mal zusammen. Ja, hinterher. Ja, los, that kids is how I met your mother. Nee, Digga, links hinten soll der gleich sein. Ach, da ist er ja. Digga, das sieht absolut stock. Absolut nicht nach Pizza-Automat aus, Digga. Das sieht absolut nach Vergewaltiger-Park aus. Hier irgendwann sollte es dann da vorne sein. Warte, noch ein Stückchen. Da vorne kommen Lichter. Oh. Ey, das ist der Laden, oder? Da ist Pizza. Da steht Pizza, oder? Ey, Digga, da steht Pizza. Ja! Da steht Pizza, Digga. Oh mein Gott. Ja, das offen, das offen. Richtig? Doch, schau! Digga, es ist da! 3,50 nur. Was? 24 Stunden lang geöffnet. Einfach so random hier. Okay. Lol, die gehen einfach rein. Hier ist noch ein anderer Automat, der auch ganz nette Sachen anbietet. Aber wir sind natürlich nur wegen dir hier, Baby. Er ist da, Alter. Und erstmal das ist der ganze Automat. Ich bin hier schön mit Marki. Die beiden werden schön verkosten jetzt den Automaten hier. Oh, hallo, das ist mein Automat. Nehmen Sie die Finger von meinem Automaten, bitte. Bitte. 1 für die Margarita, 2 für die Salami. Stimmt ab, jetzt in die Kommentare. Was wollt ihr sehen? 1 oder 2? 3. 3,50 kostet Margarita und die Salami 4 Euro. Ja, dann nehmen wir die Margarita, ne? Ein Schnäppchen. Pizza in 3 Minuten fertig. Wird Video überwacht. Seht ihr, Leute, da werden wir überwacht. Hau den 10er rein, bitte. Salami oder Margarita? Digga, was willst du? Die Entscheidung ist zu schwer. Die Augen einfach zu. Ja, dann. Guck mal, geil. Schau, jetzt wird immer wärmer. Was sagst du, wie viel es hochgehen? Ich sag 70. Nee, warte, es ist ein Backofen, Digga. 70 Grad, seit wann wird die Pizza? Bitte gehen Sie aus meinem Laden raus. Danke. 200 natürlich, ne? So 100. Warte mal, wie falsch sah dieses Bild gerade aus? Ach, ja? Naja, wie falsch kann ein Bild aussehen? Kommt so ein Kind da raus. Auch das Design finde ich echt nice, muss ich sagen. Ein Jahr habe ich drauf gewartet. Ja, damit ich diese scheiß Pizza endlich mal kriege aus dem Automaten. Ich könnte mir echt sogar vorstellen, dass sie ganz gut schmeckt. Ja, wie ich fühle, fragen Sie. Ah, okay, danke, dass Sie gefragt haben. Wie fühlen Sie sich? Okay. Ich bin so aufgeregt, das ist mein allererstes. 2, 1. Da ist sie, Bro! Das ist die Pizza, jetzt könnt ihr sie hier sehen. Schön auf so einem Tablett, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber die ist echt winzig. Sag aber 3 Euro. Okay, dann nehme ich mir jetzt ein Stück. Oh, sehr käsig. Oh Gott! Oh. Was ist das für ein Käse? Digga, kennst du vielleicht diese Billigpizza von Rewe? Ich früher schmeckt genau. Nein. Es schmeckt nicht so geil. Komm bitte. Nein. Immer die Seite. Ich brauche einen Beweis, wie du es findest. Leute, ich bin gerade irgendwie voll enttäuscht. Dafür habe ich ein Jahr gewartet oder was? Komm, ehrliche Meinung. Wenn es dir schmeckt, ist es nicht schlimm. Der Rand ist nice, finde ich. Rand ist okay. Und? Definitiv nein. Ich will mein Geld zurück! Käse ist echt nicht geil. Der Käse ist halt verkackt, aber der Rand ist in Ordnung. Okay, ist okay. Boah, der Käse ist ganz weird. Der ist das Problem, der Käse bockt gar nicht. Ey, wie enttäuschend ist das denn gerade? Nach Stuttgart für sowas. Nachgeschmack. Ah, nein. Stimmt was nicht. Warte, vielleicht stimmt aber übrigens nicht. Nimm noch ein bisschen. Ich muss gucken. Probier's. Oh, der Käse, was haben die mit gemacht, Digga? Hier Angelo Azzali führt eine weitere Probe durch. Mann, ich dachte, wir beide. Schade.
sehr enttäuscht, der Schmecker ist anders gut. Ich will jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder so. Mir hat es persönlich nicht so gebockt. Aber ich habe Pizza Monte gemacht und mein Weg endlich getestet nach einem Jahr nach dem Video. Deswegen bin ich stolz drauf und ich freue mich darüber. Deswegen, Leute, falls euch gefallen hat das Video, lasst ein Like auf dem Video da. Ein Abo auf den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und. Tschüss!